Komplex Nummer 3 für die Kettlebells. Und zwar, die erste Geschichte kennen die meisten relativ einfach. Kettlebell-Schwünge. Gibt es verschiedene Varianten. Muss auch gucken, ich sage mal so die Standardvariante. Ist das normale Schwingen. Wir empfehlen immer, das mit Rundrücken zu machen, die Faszie arbeiten zu lassen. Dementsprechend natürlich eine adäquate Last auswählen. Ja, das ist die 9. Wir schwingen hier rein, wir schwingen relativ hoch. Und wir arbeiten jetzt nur mit dem Bein raus. Dann gibt es quasi die Wettkampfvariante, wo man relativ kurz arbeitet und das gleich abfängt und dementsprechend wirklich primär aus dem Rücken raus das Ding macht. Ja. Oder für die Fortgeschrittenen, ihr könnt das natürlich von Runde zu Runde auch mal wechseln, dass ihr sagt, ich schwinge einarmig. Oder ich wechsle. Müsst ihr vor der Balkontür machen. Am besten, ihr lasst sie offen. Weil wenn das Ding abgeht, dann klingelt es. Okay? Also, Schwünge entweder rundrücken oder eher wirklich rückenlastig, guckt, welche Voraussetzungen ihr mitbringt. Oder macht es einarmig, wechselt euch ab. Wie gesagt, immer 15 bis 30 Wiederholungen. Ihr dürft außer Atem kommen. So, dann Ausfallschritte. Olympisch. Ihr nehmt das Ding hoch und dann in den Ausfallschritt. Ihr könnt auch gerne wechseln. Entweder macht ihr 15 bis 30 pro Seite oder ihr wechselt nur. Ist wahrscheinlich das Einfachste. Dann macht ihr 15 im Wechsel. Wechselt dann den Arm und macht wieder 15. Wer will, kann die Kurve auch so nehmen. Da muss man dann ein bisschen mehr balancieren. Okay, könnt ihr mal testen. Aber wie gesagt, seid achtsam. Okay? Wieder 15 bis 30 Wiederholungen. Dann machen wir eine Kreisbewegung, aber diesmal nicht rum oder Kopf, sondern durchschwingen. Ihr nehmt das Teil, ihr seht, also ein bisschen gucken, dass wir die ordentlich greifen. Und zieht euch kein Hoodie an, es wird warm, schon nach dem bisschen. Und hier macht das wieder wie bei den letzten Sachen eine Minute, beziehungsweise wechselt er nach 30 Sekunden. Und wie bei allen Sachen, achtet auf eure Hütte ohne Gewährleistung. Okay? So, und das letzte. Ich muss überlegen. Genau. Das ist wie das Gehen, aber quasi in der Kniebeuge oder Kreuzheben, wie ihr auch immer das nennen wollt. Ihr stellt euch hin, nehmt die Kettlebell und macht jetzt Kreuzheben oder Kniebeuge, aber der Rumpf bleibt akkurat aufrecht und die Kettlebell an einer Seite. Also ihr knickt ja nicht links weg, sondern bleibt hier oben. Und nach 15 Wiederholungen macht ihr eine Pause. Also es ist wirklich wichtig, aufrecht und stabil zu bleiben. Okay? Davon 5 Durchgänge, kurze Pause, so wie ich durchatmen und dann wieder von vorne. Okay? Braucht ihr nochmal alles? Okay, wir gehen jetzt nochmal durch. Schwingen wir Nummer 1. Entweder rundrücken oder eher aus dem Rücken raus oder einarmig. Mit und ohne Wechsel. Dann Ausfallschritte. Entweder sichern, dass ihr die einfach hier hinten hinterm Handgelenk liegen habt und ihr wechselt immer. Oder ihr sagt, ich will es ein bisschen tricky haben und ein bisschen mehr balancieren. Und auch rechts und links die 15 Wiederholungen und dann den Arm wechseln. Dann das Kreis durch die Beinchen. Eine Minute und denkt dran, dass er dann den Richtungswechsel noch 30 Sekunden durchzieht. Und dann am Ende Rumpf
Stabilität in die Kniebeuge und hier halten. Und nach 15 Mal oder nach 10 Mal, wenn es zu viel wird, die Seite tauschen. Also Kinder, wie gesagt, 5 Runden sind drin. Sportfrei, viel Spaß.